Einen absolut wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag, der 17.10.2020. Ich befinde mich im Auto auf dem Weg nach Mahl. Da ich nicht selber fahre, heißt das, ich habe eine Begleitung. Diese Begleitung ist im Regelfall meine Schwester Steffi. Und was kann es für die eingefleischten Zuschauer bedeuten, wenn wir samstags morgens auf dem Weg nach Mahl sind? Wir fahren zum Friseur. Wir fahren zum Friseur, es ist mal wieder soweit. Wir haben beim letzten Mal, als wir beim Friseur waren, Steffi und ich, eigentlich noch auf der Rückfahrt gesagt, dass es irgendwie ein bisschen schade ist, dass ich das nicht mehr vlogge, wenn wir beim Friseur sind. Und deswegen ist heute ein Vlog-Tag, habe ich mir so gedacht. Für alle, die es nicht wissen, für die neuen Zuschauer, ich habe 3 neue Abonnenten, Freunde. Steffi und ich fahren gemeinschaftlich zum Friseur von Essen nach Mahl, weil in Mahl ein Friseur ist, der ist einfach Zucker. Und damit das nicht so einsam ist und auch nicht so ein bisschen unsinnig, dass wir eh nah beieinander wohnen und dann getrennt zum Friseur fahren, fahren wir meistens, ich würde sagen so in 98% aller Fälle gemeinschaftlich zum Friseur. 98,7 sogar, würde ich sagen. 98,7, Steffi hat da gerade nochmal in die Daten reingeguckt. Das trennscharf analysiert für euch. Ja, und heute ist mal wieder so ein Tag und danach werden wir noch ein bisschen Shit erledigen. Wir werden einkaufen, kochen. Steffi wird sich heute die Haare färben lassen. Oh, Spoiler! Ja, aber dann können wir den Big Reveal machen. Das ist doch viel belohnender für den Zuschauer. Der Spannungsbogen kann sich nur aufbauen, wenn der Zuschauer weiß, wann er losgeht. Boah! Das ist ja... Weißt du, so eine Scheiße erzähle ich, wenn ich sie mir ausdenke. So. Ja, das wäre es dann an dieser Stelle. Wir machen das hoffentlich normal. Ihr kommt gut in den Tag. Bis gleich. Freunde, Veränderungen, Dinge sind passiert. Ah, Steffi, ich freue mich ja immer, wenn wir beim Friseur sind, weil ich finde, Friseur ist ja so ein bisschen so Selbstwert, weißt du, da fühlst du dich bla. Pass auf, Freunde, also ich fühle mich mega mit meinem Haarschnitt. Und es war jetzt so, Steffi hat sich heute die Haare färben lassen und zum ersten Mal in ihrem Leben. Das heißt, ich habe jetzt gerade im Auto gesessen, habe irgendwie ein Buch gelesen und so, alles gut. Ja, und das ist jetzt Steffi. Hallo Steffi mit der neuen Haarfarbe. Und wir finden alle, dass es mega aussieht. Und ihr findet auch, dass es mega aussieht. Und das möchte ich noch schon mal feststellen. Gebt ein Like, wenn es mega aussieht. Ja, nee, das habe ich mir übrigens, das mache ich komplett nicht mehr. Nee. Das ist dieses, hey, like and tell, weil, egal. Ja, aber Steffi, das ist die neue Steffi. Die neue Steffi. Hallo neue Steffi. Hallo, alter Martin. Ja, hallo, alter Martin mit kürzeren Haaren. Ja, also, nein, wirklich, sieht mega aus. Ich bin gerade total begeistert. Ich bin auch so ein bisschen geflasht, weil das ist das erste Mal, dass sich Steffi die Haare so richtig gefärbt hat halt. Und ich kenne Steffi halt jetzt mein ganzes Leben lang mit einer anderen Haarfarbe. Und bin deswegen auch gerade so ein bisschen überwältigt. Aber ich sehe tatsächlich einfach noch mal ganz kurz hier für die Kamera. Und links und rechts und oben. Ah, ja, es sieht ja sehr schön. Nein, es sieht wirklich gut aus. Ja, was ist der Plan für heute? Wir fahren jetzt kurz in die Essener Innenstadt, in Limbecker, weil Steffi da was abholen muss und einmal in den Kaffeeladen wollte. Mhm. Und danach fahren wir einkaufen, für heute ganz normal für die Woche. Dann fahren wir zu Steffi, kochen, essen und ja. Das klingt doch nach einem Plan, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der Essener Innenstadt. Also jetzt. Für euch ist es dann jetzt. Ich stelle gerade fest, es war für mich die dümmste Idee, aber beim Einkaufen vloggen zu wollen. Ich habe die Kamera mit reingenommen in den Lidl. Wir sind die ganze Zeit nur rumrennen und Sachen am Holen. Es ist irgendwie voll. Und eigentlich sind wir beide nur froh, wenn es erledigt ist, oder?
Ja, und man versteht nicht wegen der Maske. Super Idee, Martin, ehrlich, großartig. Ist auch richtig unterschmust. Du warst auch mindestens 3 Stunden weg. Okay, dann vlogge ich einfach mal direkt weiter. Okay, es haben sich ein paar Planänderungen ergeben. Wir sind nicht in die Stadt gefahren, einfach weil es dann doch schon relativ spät wurde und wir noch einkaufen müssen und jetzt gleich kochen und es hätte sich sonst alles irgendwie ein bisschen ungünstig nach hinten geschoben, deswegen haben wir uns das gespart. Wir waren dann gerade bei Lidl. Wie ihr seht, ich habe versucht beim Einkaufen zu vloggen und habe jetzt mal gemerkt, dass es gar nicht mal darum geht, dass es mir unangenehm ist, im Lidl zu vloggen. Das war mir heute tatsächlich egal, aber es ist irgendwie sehr unpraktisch, weil ich ja permanent irgendwas hole. Und das ja auch, wenn man direkt für eine ganze Woche einkauft, tendenziell ein bisschen viel ist. Und dann war es auch noch voll. Und es geht wieder los, Freunde. Nachdem alle Medien auch schön drüber berichtet haben, dass irgendwo in Deutschland in 4 Supermärkten das Klopapier knapp wurde, wird das Klopapier jetzt wieder überall knapp. Super, deswegen danke, liebe Medien. Ich denke da besonders an die üblichen Verdächtigen, so NTV, Bild, Zeitung, Welt. Ihr habt da einfach wieder einen richtig strammen Job geleistet. Und vielleicht nur noch mal so als Nebenbemerkung, dass ihr von einem erneuten Lockdown redet, ist ein Hirnfurz. Wir hatten noch keinen Lockdown, wir hatten einen Shutdown. Das sind 2 komplett unterschiedliche Dinge. Für die, die es nicht wissen, Shutdown ist einfach nur alle Geschäfte, das öffentliche Leben macht zu. Lockdown heißt wirklich Ausgangssperre. Also, die hatten wir nicht. Deswegen auch da schon mal danke, liebe Medien. Das ist alle Leute mit dem Aluhut, freuen sich und sitzen auf ihrem Thron aus Klopapier, Nudeln und Hefe und freuen sich des Lebens, dass da kommt. Aber nichtsdestotrotz lassen wir uns die gute Laune nicht verderben. Steffi hat eine wundervolle Haarfarbe. Steffi hat sich schon so in Gammelklamotten umgezogen. Kann sie trotzdem Vloggy-Vlog oder nicht so? Hallo. Das sieht aber auch jetzt gut aus so mit dem Licht. Das freut mich, Martin. Ja, das ist natürlich auch stark. Hat jetzt mit der Brille und dem gescheitelten Pony ein bisschen was von Harry Potter, aber das liegt nicht an der Haarfarbe. Aber Ron mit, also so Ron und Harry, Rory. Ja. Henny. Ja, nein. Auf jeden Fall lassen wir uns die gute Laune nicht verderben, oder? Eben. So. Was gibt es denn heute Gutes zu essen, Steffi? Erzähl uns doch mal, was die Küche... Ich hoffe, Martin macht uns Salat mit Hähnchen. Das werden wir noch sehen. Ja, ansonsten, ja, ja. Ich bin immer so gut im Vloggen, das ist unfassbar. Ich bin wieder zu Hause. Es ist der Wahnsinn mit diesem Klopapier. Also das geht mir nicht aus dem Kopf, wie Menschen so sein können und jetzt anfangen wieder Klopapier zu horten. Und das Problem ist ja, man hat ja eigentlich keine Wahl, dieses Spiel nicht mitzuspielen, weil man es mitspielen muss. So ein paar Leute haben entschieden, es anzufangen und jetzt stecken wir alle mit drin. Das ist super, das ist ganz toll. Also liebe Horder und Hamsterkäufler und sowas, Dankeschön, wirklich. Und nochmal recht herzlichen Dank auch an die Medien. Ansonsten wollte ich euch noch ganz kurz von einer Sache berichten. Ich bin im Moment dabei, hier so, ich nenne es mal, oh Gott, ist der Duster hier, nachhaltig Ordnung zu schaffen. Und das führt auch dazu, dass ich meine ganzen Unterlagen, die hier oben stehen, ich mache mal Lichtern, jetzt alle einheitlich sortiert und abgeheftet habe. Also alles, was Rechnungen, Unterlagen, Dokumente und so angeht, ist jetzt da ordentlich abgeheftet. Und ich habe mich auch mal hingesetzt und habe meine Unterlagen ausgemistet. Das ist das Ergebnis. Ja, ich werde da jetzt nicht zu nah rangehen, weil da sind auch ein paar sensible Sachen bei. Das muss ich entsorgen. Und das ist, ein Teil wird geschreddert von mir und ein Teil wird einfach so ins Altpapier benannt, was nicht zu sensibel ist, aber sowas wie Kontoauszüge und Unterlagen und so werde ich dann doch vorher einmal durchschreddern. Aber das sind halt Sachen, die ich ungelogen aus den letzten 15 Jahren aufgehoben habe. Auch Amazon-Rechnungen und sowas aus dem Jahr 2005 und Kontoauszüge und sowas alles. Also das ist, und da habe ich jetzt einfach mal minimal ausgemistet, um es so zu sagen. Und das war so mein Projekt der letzten Woche.
Weil ich dann halt einen Sprungordner bestellt habe, die weißen, die man da jetzt sieht, Trennstreifen. Und ich habe das alles nochmal ordentlich durchsortiert. Die Trennstreifen mit dem Computer ausgedruckt, die Ordnerrücken, die Etiketten mit dem Computer gemacht, dass das einfach alles sauber durchsortiert ist und ich jetzt immer alles sofort finde. Ja, und das ist the aftermath, das Nachbeben, das, was zurückgeblieben ist. Keine Ahnung, man kann es nicht gut übersetzen. Ja, so. Gerade hat mich der Dave angeschrieben, der wollte ein Rütchen zocken und da werde ich wohl nicht Nein sagen. Deswegen werde ich jetzt mal eine Runde PUBG zocken, Leute. Okay, meine lieben Kuschelhasen. Ich glaube, es ist sogar schon relativ dunkel. Ja, ist es. Ich gehe mal näher zum Licht. Ich werde jetzt den Vlog für heute beenden, weil einfach nichts mehr passieren wird. Ich habe gerade mit dem Dave eine Runde gezockt. Ich habe zu Abend gegessen. Steffi und ich hatten ja heute Mittag, beziehungsweise heute Nachmittag, Salat mit Hähnchenbrust und Vollkornbrötchen. Und von dem Salat war noch was über und ein Brötchen war noch über. Und dann habe ich dann gerade den Rest einfach mal ganz charmant wegschnabuliert. Ja, ansonsten, ich weiß gerade nicht, was ich großartig noch berichten soll. Die Ernährungsumstellung und das Intervallfasten läuft immer noch mega. Ich habe mich heute auf die Waage gestellt und habe die 8 Kilo geknackt, was überphänomenal viel ist. Ja, wobei ich bei solchen Sachen immer vorsichtig bin. Also ich habe quasi, wenn ich so mich wiege und so, dann finde ich es immer sinnvoll, das Ganze in 2 Stufen zu betrachten, wenn man so will. Ich weiß, ich habe jetzt heute die 8 Kilo geknackt. Das kann morgen schon wieder anders aussehen. Würde ich mich morgen auf die Waage stellen, kann sein, dass da steht 7,5 Kilo. Deswegen, heute war ich das erste Mal, habe ich quasi die 8 Kilo genommen. Und wenn ich die dann nochmal, also auch bei einem zweiten Wiegen tatsächlich erfolgreich gehalten habe, dann weiß ich alles klar, ich habe die 8 Kilo wirklich safe. Also quasi nur. Es ist natürlich auch schön zu sagen, hey, ich habe die 8 Kilo geknackt oder ich habe die, was weiß ich nicht, was geknackt. Das ist einfach geil, das ist ein Erfolgserlebnis, das sollte man sich gönnen. Das darf man ruhig so positiv mitnehmen, aber dann einfach nur nochmal, um sicher zu gehen, weiß ich dann einfach, wenn ich dann bei einem zweiten Wiegen auch quasi diese Zahl wirklich erreicht habe, dann weiß ich, okay, alles klar, das ist safe. Ja, das habe ich erreicht. Das Intervallfasten, wie gesagt, läuft auch immer noch ganz, ganz schmerzfrei. Mein Zeitfenster zum Essen ist von 11 bis 19 Uhr. Das habe ich ja in einem Intervallfasten-Video auch erzählt und das hat heute auch sehr gut funktioniert. Wir hatten einen Termin beim Friseur um 11. Ich war dann um 11:35 war ich fertig. Und da ist direkt ein Rewe mit dem Bäcker nebenan und dann habe ich mir da Vollkornbrötchen belegen lassen und habe mir da was zu trinken geholt im Rewe und habe mich dann einfach ins Auto gesetzt und habe ein bisschen gelesen und das halt gegessen. Das war dann irgendwann so um 12 und ja, von daher, also es ist ganz schmerzfrei, dass ich erst so spät esse. Und ich habe es auch einfach ausprobiert, so wie sieht das aus, wenn ich zu verschiedenen Uhrzeiten aufstehe. Und ich bin jetzt um 6:30 schon aufgestanden und auch tatsächlich manchmal erst um 9:30. Aber ja, unter uns. Aber das funktioniert auch ganz problemfrei. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich halte das bis 11 Uhr locker aus. Meistens esse ich noch später. Was, glaube ich, auch gar nicht so gut ist, weil dann muss ich echt, wie sage ich das jetzt richtig? Wenn man so ein Zeitfenster hat, in dem man essen kann, wie jetzt beim Intervallfasten, bei dem, was ich mache, diese 8 Stunden, da merkt man wirklich, wie viel es eigentlich ist, 3 ausgewogene Mahlzeiten, wie viel Nahrung das ist und wie satt das einen machen kann. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich hatte jetzt auch schon Tage, wo ich tatsächlich dann das Abendessen nochmal geskippt habe, einfach weil ich noch so voll war, dass ich nicht essen konnte oder wollte und ja. Ja, ich merke auch einfach schon viele positive Nebeneffekte. Ich habe mehr Energie über den Tag. Ich habe vor allen Dingen auch mehr, ich schlafe besser, ich schlafe deutlich besser. Wow. Also, wow, schlafe ich besser. Ja, und ich komme morgens auch besser raus. Und ja, ich fühle mich einfach besser und ich möchte das überhaupt nicht abbrechen oder so. Ich bin im Moment tatsächlich noch in einem Rhythmus, wo ich so morgens und abends tatsächlich jetzt immer das Gleiche esse.
Nämlich halt entweder Vollkornbrot oder Brötchen mit so Geflügelbrust und dann morgens irgendwie koche ich mir noch ein Ei dazu und abends schneide ich mir dann noch so ein Tomätchen auf, ne, ein bisschen Salz, Pfeffer und so. Und es stört mich nicht. Das ist, ich habe gedacht, ich könnte das relativ schnell leid werden, weil ich ja auch so ein Genussesser war. Also da musste ja jede Mahlzeit muss ja ein Fest sein und ballern und so. Und ja, jetzt habe ich aber auch einfach gemerkt, so wie entspannt das einfach ist, wenn man so eine Routine hat. Weil das irgendwie Entscheidungen sind, die man dann nicht mehr treffen muss. Und wenn ich es dann mal leid bin, dann werde ich es einfach umstellen, dann werde ich mir was anderes suchen. Dann werde ich vielleicht die Tomaten ersetzen oder werde irgendwie einen anderen andere Geflügelart nehmen oder whatever. Oder irgendwie mal vegetarisch mit ein bisschen Frischkäse und Gurke und Tomate dann auf dem Brot. Keine Ahnung, was irgendwas wird mir schon einfallen, aber dann kann ich das auch erstmal wieder eine Weile essen, ohne dass ich mir da großartig Gedanken drüber machen muss. Das ist echt, echt cool. Ja, so viel dazu. Jetzt habe ich doch noch ein bisschen mehr geredet, als ich wollte. Naja, ich werde jetzt ja, wir überlegen, was ich noch als nächstes mache. Ich werde vermutlich einfach den Vlog schneiden und ich glaube, ich lade ihn morgen dann hoch. Ja, doch. Ihr seht das hier morgen, also heute. Am Sonntag, so kann man das sagen. Ja, morgen muss ich noch das neue Video filmen. Das habe ich mir jetzt mal für sonntags vorgenommen. Und dann läuft das Ganze auch schon. Deswegen, Leute, ihr haut rein. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß an so einem kleinen Vlog, wo es jetzt auch gar nicht um den Garten ging, sondern einfach nur noch mal so ein bisschen mitnehmen am Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Und haut rein. Macht euch einfach noch einen schönen Abend. Genießt den Tag. Keine Ahnung. Habt eine gute Zeit.